Hallo mein Freund, willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal was anderes. Das ist PvZ GW2, also das ist die Abkürzung, das heißt Pflanzen gegen Zombies Garden Warfare 2. Jan ist auch dabei, aber nicht im Spiel, sondern in der Party einfach. Ja. Jani, das hier ist Splitscreen. Da ist ein Fernseher, ja. Guck ich mir dann an. Ja. Es wird auch noch heute hochgeladen, weil ich mache das nicht mehr, also wahrscheinlich schon noch, aber es ist so komisch. Ich kann bei den Videos ein bisschen schlecht speichern, ja. Also es wird Videos mit anderen Freunden nur geben können, also bei diesem Spiel hier, auf einer Konsole, also mit Splitscreen. Ja. Weil ich kein PS Plus habe. Was ein bisschen traurig ist. Aber an Weihnachten habe ich dann. Checker AMD ist drin, das ist ein Kumpel von mir, der wird mich nicht angreifen. Und der Andreas ist immer noch dran. Der redet sogar gerade. Mal gucken, welche Sprache er spricht. Ja, ich habe eigentlich nur einen Auftrag. Wir werden auch so eine Mission machen, das passt sogar. Damit ich diese Aufgabe fertig habe, ich spiele gerade ein. Okay, ich habe seinen Namen vergessen. Das ist ein legendärer. Ich weiß irgendwie nicht, ob ich den freigeschaltet habe, weil da steht halt Helden Special. Aber guck mal, bei Ingenieur, das ist so Helden Special und da muss man ihn kaufen. Und da das bei dem hier nicht steht und wenn ich R1 drücke, passiert auch nichts, denke ich, ich habe ihn. Ja. Und mit dem werden wir halt spielen. Weil das ist mein höchster. Das ist der einzige, den ich auf Level 7 habe. Eigentlich voll krass, aber ja. Egal, ich habe nicht nach dem Namen geguckt, aber halt ein legendärer Wicht. Warum ist das einfach? Colosseum. Das finde ich die niceste Map, um zu spielen. Weil da gibt es einen Spot, da gehe ich immer hin. Da können die eigentlich so gesagt nur von einer Richtung kommen. Da können die nicht von allen vier Richtungen kommt, da kommt nur von einer. Das ist aber unfair und ist einfacher. Den kann man besser bewachen. Ja, ich behalte den Wicht. Ich will ihn leveln. So. Ich habe jetzt eine Person, die ich nicht kenne, die ist aber erst Level 11. Wenn ich Pech habe, greift die mich an. Weil es ein Zweitaccount sein kann, das heißt, die Konten teilen sich. Das heißt, wenn ihr da zum Beispiel jetzt 1 Milliarde hat, hat er auf diesem Account auch Pech alles. Oh ja, nee, ich habe sogar Glück, ich habe einen Garten, wo ich verzaubern kann. Okay. Das ist sogar der, den ich will. Der Grabstein, Friedhof, was auch immer. Ja, ich konnte die Platz. Wo sind denn die? Diese Wichte. Oh nee, ich habe den falschen genommen. Egal. Ja, ich konnte die nur nehmen, weil ich alleine bin. Würde ich das mit Freunden machen, also auf einer Konsole mit Splitscreen, dann könnte ich glaube ich nur zwei nehmen. Und Gold, 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 Gold. Ich brauche so viele Münzen. Ich durch einen Kumpel, den ich nicht privat kenne. Der hat nur. Also, ja, der hat mir gesagt, weil der hat mir ein Bild geschickt, wo er einen legendären Wissenschaftler rausgekriegt hat. Ja. Und da habe ich ihn gefragt, was für ein Pack? Die 35.000er. Da, die sind gut für legendäre. Ich habe gerade ein Riesenproblem. Ich kaufe gerade ein Auto für 100.000. 20 muss ich zum Tun bezahlen, also macht es 80.000. Ich darf aber keinen Schaden kassieren. Bin ich in Ruhe auf dem Weg zum Point, auf einmal von hinter mir zwei Wagen, die ich auch anschießen kann.
Lassen. Ja, und ihr seht, ich habe gerade so einen Yo-Ho-Ho-Modus. Da bin ich einfach viel schneller. Gesundheit. Hm. Habe ich einen Bot, den ich platzieren kann? Ja, ein. Okay, von da. Bist du gerade Zombie oder? Ja. Ja. Weil ich muss ja noch so eine Mission dafür machen. Und Zombies sind gerade meine höchsten gelevelten Sachen. Ich bin gespannt, wie viele Leute in diesem Video sind. Deins? Mhm. Aber guck mal, durch PVZ, das habe ich ja noch nie gebracht. Oder? Nee, habe ich noch nie. Vielleicht sehen dann auch neue mein Kanal wieder. Ja, was soll ich sagen? Auch wenn PVZ richtig alt ist. Warum hat Max 20 Abonnenten? Hä? Angeht? Ja, ich glaube, das war im Heidepark. Da hat er erwähnt, dass er 20 Abonnenten hat. Ich habe noch nicht nachgefragt. Nie im Leben. Ich habe noch nicht nachgefragt. Ich meine, 20 von meinen Abos werden vermutlich von irgendeinem. Die werden nicht in Real sein. Glaube ich nicht. Ja. Vermute, dass da irgendein Abonnent von mir gedacht hat, komm, unterstütze ich dir ein bisschen und kauf dir einen Abonnenten. Was ich. Was nicht eigentlich so gut nichts finde. Bringt. Ja, ich glaube, das ist sogar. Also, ich möchte auch unbedingt einen Playbutton. Gebe ich zu. Ich will auch alleine, haben. Alleine schaffe ich das noch nicht. Dafür brauche ich Community. Aber gekaufte Abos bringen dir keinen Fortschritt für den Playbutton. Ja. Das ist heißt, wenn du 100.000 Abos zum Beispiel kaufen würdest, würdest du keinen Playbutton bekommen, weil, ja, gekauft alles. Ja. Das ist auch besser kann, so, weil ja. Sonst könnte sich jemand 1 Million kaufen und hätte dann ja. Den goldenen Playbutton. Sag mal, kann man auf der PlayStation nicht seinen Namen ändern? Ja. Auch meinen Namen unbedingt ändern. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn in Black Eye ändere oder ob ich nochmal meinen YouTube-Namen ändere und ihn zu dem mache dann. Aber ich glaube, ich bleibe bei Black Eye. Ich bleib bei Rain Siege auch. Finde ich ganz gut. Ja, ich meine auch. Maximal mit der Groß-Kleinschreibung oder wie jemand das schreibt. Hm. Ich hab Rain, also. Ich hab nur die Anfangsbuchstaben groß. Ja. Ich finde das eigentlich. Ich hab den nur nicht super rausgefunden. Ich guck so auf Rainbow Six Siege und dann lese ich Rain dahinter Siege. Du hast eigentlich nur das Bow weggemacht. Ja. Ich finde eigentlich voll den guten Namen. Ja. Hat nicht jeder. Hört sich cool an. Aber Rain heißt doch Regen, oder nicht? Ja. Und Siege, keine Ahnung. Siege. Also wenn du jetzt mit Siege kommst, oder? Ja, da steht halt, auf Deutsch will man Siege aussprechen. Ja. Das heißt, also auf Deutsch wäre es dann halt ein bisschen abgeändert, regnischer Sieg oder so. Bin Level 8 aber, mit dem Wicht. Aber es soll ja kein deutscher Name sein, es soll Englisch sein. Ja, ist eigentlich fast typisch bei jedem, ne? Da war noch damals unsere Nahrung mit XX und alles. Alter. Das waren unsere. Oha, ich habe eine Checkpoint-Welle. Oh. Bin ich halt, gut. Bitte eine Sonnenblume, ich brauche die. Och nee, bekomm wieder nur die Bohne. Achso, falls jemand dieses Video gucken sollte, schreibt mal in die Kommentare, was für ein Spiel ich aufnehmen soll. Ob ich Offline-Fing Thomas aufnehmen soll, ob ich DayZ aufnehmen soll, ob ich Rainbow Six Siege aufnehmen soll, ob ich Jurassic World aufnehmen soll, ob ich Minecraft aufnehmen soll, ob ich Fortnite aufnehmen soll, oder GTA. Oder Daylight, oder. Ja, ich glaube, das war's. Oder ja. Schreibt mir einen Kommentar, welche Spiele ich auf der PlayStation 4 mache.
vergesse mich hier nicht, Roboter zu verwandeln. Es bringt mir nichts, wenn ich Videos aufnehme, die eh keiner guckt, weil das Spiel keiner macht. Ja. Ja, verwandeln, teleportier dich halt. Ey, nee, nee. PS und QS ist ausverkauft. Nee, finde ich doof. Und mein Geld wieder. Oh, jetzt kommen seine Laseraugen, die gerade noch 2 Schaden pro Sekunde machen. Wenn es hochkommt. Ich sollte vielleicht in den Titel schreiben, wie es Videos nicht geben. Okay. Tschüss, ich gehe aus dem Laden raus und der Käufer schießt mich ab. Wusstest du doch, dass die Waffen haben. Der ist gut. Ja, Checkpoint-Welle gibt 2500, wenn man das als Münzen macht. Also du siehst dann, was mit den Münzen gemeint sind. Also falls sich jetzt jemand wundert, warum Modesta bei mir kostenlos ist, bei der Basis kann man ja 3 Raubüberfälle machen. Erste, zweite, dritte, das dritte. Wenn man das ist Zufall, man kann die Fahrten überspringen, muss man aber nicht. Oder man darf nicht neu starten, vom Sterben her und alles. Du musst fast jeden Gegner Headshot geben, du musst jeden Gegner töten und was das innerhalb von 2 Minuten noch was, das den ganzen Raub schaffen zum Beispiel. Dann, wenn du das alles erfüllst, kriegst du 500.000 extra, wenn du Glück hast. Oder weniger, ich weiß es dann nicht genau. Und du bekommst dann Lester für immer kostenlos, egal wie viele Sterne. Was eigentlich voll geil ist. Das Problem ist, wir haben so unterschiedliche Spiele und wir labern dann die ganze Zeit von unterschiedlichen Sachen. Ja. Das wird dann so komisch für die, ne? Ja, man könnte ja auch, ich glaube, dich hört man auch nur ganz leise. Und ich rede ja nicht, wenn du redest. Das heißt, sie wissen, okay, Flanken und Zombies. Okay. Was wollte ich sagen? Ja, abonniert mich, wenn ihr könnt, also... Hast du gerade gesagt, deabonniert mich? Nein. abonniert mich, wenn ihr wollt. Könnt, tut ihr immer. Wollen ist halt nur die Sache, ne? Also ich werde öfter, wenn ihr es mögt, Pflanzen gegen Zombies bringen. Aber kommt halt darauf an, wie ihr... also was für ein Feedback ihr gebt. Herr Flo, das ist jetzt übrigens Werbung, was ich mache, teilweise. Du kennst auch noch den YouTuber Randvater 1237, ne? Ja. Der ist ausgewandert. Okay. Der lebt jetzt auf irgendeiner Insel. Hat er ein Video gelernt. Ich verstehe nicht, warum man auswandert. Weil es unnötig ist. Ja, aber... Naja, was er Vorteil hat, die haben auf der ganzen Insel Glasfaserverlegung, ne, für Internet. Oha. Ja. Und dann ist noch... sind noch Familienkreise von denen da hingezogen, haben sie auch gesagt, ja komm, jetzt sind auch... Wenn du ja gesagt hast, dass man mich wahrscheinlich leise hört, dann hast du es nicht an, dass man mich in der Party hört. Doch, eigentlich schon. Weil ich habe das angemacht. Nochmal. Also ich hab's auch. Bei mir habe ich's auch an. Es gibt also ich ja hab ein jetzt Party. Zweites, was man anhaben muss. Wartet, Partybildschirm? Was muss ich dann drücken? Weiß ich nicht. Guck mal da mal nach. Irgendwas mit Party, ich weiß nicht. Party-Einstellung. Da Party öffentlich. Privat. Mikrofonpegel, Audio-Mix, Chat-Audio. Immer zulassen und Videoqualität für Sharple. Warte.
Schnelllegen. Audio-Mix. Passt die Lautstärke für nicht zur Party gehörige Audio an. Nein, das ist es nicht. Mikrofonpegel. Oh. Easy. Mehr Geld. Immer zulassen. Hab ich an. Hoch. Bildfrequenz. Ich habe den normalen Wicht auf Level 1. Ist nicht wahr, Alter. Als ob der direkt das angemacht hat. Hm. Ich wechsle nur kurz auf den normalen Wicht, damit er vielleicht so ein bisschen EP bekommt oder keine Ahnung. Und der Computer macht direkt bei dem Wicht, den ich die ganze Zeit verwende, direkt den Roboter an. Und? Und das ist Welle 9. Ich habe jetzt die Sounds von Audio Mix ein bisschen weiter runter gemacht. Das ist eindeutig lauter. So, sag mal was. Ja. Ich glaube, ich habe das Audio Mix auf ganz runter gemacht und hört trotzdem noch was vom Spiel. Also noch höher mache ich, habe bei dir jetzt angemacht, aber höher kann ich nicht. Also noch was anderes einstellen. Bitte wird das dann nicht so eine starke, weil dieser scheiß Computer hat einfach Dings angemacht. Mach mal kurz mein Fenster rauf. Noch eine Bohne. Ich glaube, das kühlt sich nämlich da draußen ab. Drei Bohnen. Ja. Kühlt sich ab ein bisschen. So, der Livestream heute war GTA. Warte, heute? Ne, vor zwei Tagen. Ja, wollte doch gar kein Livestream. Was sagen ich soll, ne? Wie mach ich jetzt ein Livestream? Vor zwei Tagen, das dürfte der gewesen sein, wo wir geredet haben. Ich höre mal kurz rein. Ich habe sogar noch mit 28 Abos. Ich werde mich die abonnieren. Egal, als ob du fragen müsst, also dich beschweren müsstest, dass jemand dich abonniert hat. Das war Spaß. Oh Mann. Dieser scheiß Roboter musste natürlich auch gemacht werden, Alter. Und dann kriegen wir noch drei Bohnen. Was mit einem Roboter ja noch recht schwierig ist. Mhm. Und der wird es nicht alleine schaffen. Warte, aber ich als er. Ja, man hört die, aber die Soundkulisse war zu laut. Sprich, deine Stimme war zu hören, ja? Jedoch, dürfte jetzt eigentlich komplett reichen. Jetzt dürfte das sogar voll sein. Ich hab Audio jetzt, also auf 30% beides gemacht. Jeweils in GTA Musik und Dings, das ist fast ganz leise und zugehörige Audio noch mal auf ganz leise. Und eigentlich dürfte man sich jetzt ohne Probleme hören. Eigentlich. Ja, es geht ja so gesagt darum, irgendwas mit zulassen. Also ich habe es an, das heißt, man dürfte mich sogar hören. Aber man dürfte mich auch hören. Ich habe immer zulassen an. Okay, ja dann. Ja, dann dürfte man es wirklich. Ja, man hört dich auch. Ich höre das komplett. Ja.
Mir geht das auf keine Fläche. Nicht viel, oder? Was mit nicht viel? Wie viel Geld auf deiner Playstation? Nicht viel. Schade. Ich hab voll den komischen Traum. Fällt mir gerade ein. Du hast nicht wirklich so komisch. Also nie ein komischeren Traum als ich. Aber den erzähl also, ich hier. Im Video. Also ich hatte so ein. Also das ist kein schlimmer Traum oder so. Sondern wir haben ja gestern mit dem VW Tempel gegangen sind. Noch über Kevin und PSN und so geredet. Und dann habe ich einfach geträumt, dass er mir eine PSN-Karte holen soll. Und auf einmal mit. Also mach mal so weit wie du kannst, da so einen L und krümm deinen Zeigefinger dann mal. Dann ist, ergibt das ja so ein C. Hä? Okay. Ja. Dein Daumen zur Seite weg und so ein L. Dein Zeigefinger so ein bisschen krümmen, dann ergibt das ja so ein C. Ja. Muss man vorstellen, so einen Stapel PSN-Karten hat Kevin mir runtergebracht. Mit 70er-Karten, mit 20er-Karten, mit 100er-Karten. Oha. Ja, und dann wache ich auf und ich so, scheiße, war doch nur Traum. Von er so, ja, was er dann noch gesagt hat, ja, wenn du dann eine einlöst, musst du mir das Geld dann geben. Und ich dachte nur so im Traum, das kriegst du doch gar nicht mit, wenn ich deine Karte einlöse. Ich hätte direkt die 100er-Karten gemacht. Ja, vor allen Dingen, das kostet. Das wären so viele 1000 PSN-Guthaben-mäßig Teile da gewesen. Geil. Oh. Es waren ja gefühlt 1 Million Karten. Das habe ich schon. Ich habe sogar noch ein Pack aufgemacht, ein 20.000er. Okay. Komm, meine Spielsounds sind jetzt eigentlich richtig leise. Ich guck, bevor ich das Video hochlade, aber einmal kurz durch, ob man nicht richtig gut hört. Weil, wenn nicht, dann. Machen. Ich hoffe, die Spielsounds sind nicht zu leise. Also sie sind wirklich richtig leise jetzt. Falls ihr euch fragt, was ich mache, ich gucke, wer davon alles irgendwas zum Aussehen hatte. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, wenn das wirklich zu leise sein sollte. Es ist nicht beabsichtigt, ich kann es nicht einschätzen, ich werde das Video trotzdem hochladen. Nicht, dass da ein Kommentar kommt, ja, das ist hier viel zu leise. Das, dann guckt es euch einfach nicht an, dann schaltet ab. Ich kann es nicht ändern. Das Bärenfell finde ich irgendwie nicer. Aber das ist halt so Standard für mich jetzt. Ein Tattoo. Das erste Tattoo, was der bekommt. Der Kürbis. Ja. Ich will das eigentlich leise machen. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert auch die Glocke, um kein Video zu verpassen. Vor allem, wenn ihr PVZ mögt und davon nichts verpassen wollt. Bis zum nächsten Video. Ciao.